Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Es geht um dieses wunderschöne Buch hier, Sternenseelen, wenn die Nacht beginnt, von Kerstin Flieger. Ist ein Taschenbuch aus dem Goldmann Verlag und kostet 12,99 Euro. Und zwar geht es um Lilly, die es schon gewöhnt ist, mit ihrer Mutter ständig umzuziehen. Meistens, ja, fliehen sie regelrecht vor den Ex-Beziehungen ihrer Mutter. Dieses Mal ist es allerdings so, dass sie dem Freund ihrer Mutter hinterherziehen. Der hat nämlich eine neue Anstellung bekommen. Und so ziehen Lilly und ihre Mutter mit Thomas und dessen Sohn Samuel zusammen in ein Haus. Und in dem Dorf, wo sie jetzt leben, gehen die beiden neuen Geschwister auf eine, ja, Schule für eher reichere Kinder. Und dort lernt Lilly auch Raphael kennen und ist sofort fasziniert von ihm. Aber ja, Raphael scheint irgendwie sehr sprunghaft zu sein. Also auf der einen Seite interessiert er sich für sie, ist sehr aufmerksam und freundlich und süß. Und ja, dann wiederum ignoriert er sie, ist teilweise sogar recht gemein zu ihr. Aber alles ändert sich plötzlich, als Lilly und Samuel auf dem Heimweg von der Disco, ja, in einen Autounfall geraten. Samuel wird dabei tödlich verletzt und stirbt, also vorerst. Denn etwas Böses, Dunkles, ja, nimmt von seinem Körper Besitz. Und Lilly ist jetzt die Einzige, die das gesehen hat, die das bezeugen kann und muss jetzt mit dieser neuen Wandlung zurechtkommen, muss allein für sich damit klarkommen, das mit sich selbst ausmachen, denn wer würde ihr glauben, ja, dass etwas Böses von Samuel Besitz ergriffen hat in dem Moment, in dem er gestorben ist. Und Lilly versucht jetzt Samuel zu retten, denn sie ist fest davon überzeugt, dass ja, die Seele, das Wesen ihres Stiefbruders irgendwo in dem Körper neben dieser Bestie existiert. Und er versucht jetzt zu ergründen, wie sie Samuel helfen kann und findet dabei heraus, dass das Geheimnis von Samuel irgendwie verknüpft zu sein scheint mit dem Geheimnis von Raphael. Und irgendwann hat Raphael keine andere Wahl und muss ihr dann alles, ja, erklären, oder er versucht es ihr zumindest zu erklären. Raphael ist eine Sternenseele. Ein Stern hat ihn sozusagen auserwählt. Er wurde, ja, wiedergeboren, könnte man sagen, und hat halt Einfluss auf ihn. Und weil die Sterne aber am Tag nun mal am Himmel nicht sichtbar sind und ihre Macht nicht so groß ist, ist Raphael tagsüber eigentlich mehr ein wandelnder Zombie. Er erinnert sich an nichts, er erinnert sich auch nicht an seine Gefühle für Lilly. Und erst wenn es dunkel wird, wenn die Sterne sozusagen wieder leuchten, wird er zur Sternenseele und auch dann kann er wirklich seine Liebe zu Lilly auch ausdrücken. Und Samuel ist eigentlich das genaue Gegenteil, er ist eine Sternenbestie. Und ja, Raphael und seine Kampfgefährten sehen eigentlich den einzigen Weg darin, Samuel zu töten. Aber genau das will Lilly um jeden Preis verhindern. Und das führt natürlich zu zahlreichen Konflikten. Diese ganze Sternseelen-, Sternbestien-Sache ist manchmal ziemlich komplex und kompliziert. Ich hatte manchmal das Gefühl, es war nicht von vorne bis hinten ausgetüftelt. Es klang manchmal halt so. Also es wurde vermittelt, dass Raphael es selbst nicht genau weiß, dass es auch nur Vermutungen sind, die er anstellt. Und ja, ich weiß nicht so ganz, finde ich das System noch nicht ausgeklügelt, aber vielleicht kommt das in den nächsten Teilen dann so mit der Zeit. Zwischendrin war auch eine Phase, wo es nicht wirklich mit der Geschichte weiterging. Das war einfach, wo Lilly so einen Stillstand hat und nicht wusste, wie es weitergehen soll. Dennoch war die Geschichte sehr, sehr fesselnd und der Schreibstil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, es war auch mal wieder eine neue Art, weil ich habe noch nichts gelesen, wo Sternen von Menschen Besitz ergreifen. Man stellt in dem Buch auch sehr tiefgründige Fragen. Zum Beispiel, ob man das Leben eines Menschen opfern darf, kann, sollte, um das Leben hunderter von Menschen zu retten. Und ich glaube, das sind sehr existenzielle Fragen auch, die ja immer wieder im Laufe der Geschichte auch gestellt wurden, über die man dann während des Lesens auch selber für sich nachdenkt, ob man so gehandelt hätte wie Lilly oder nicht. Man kann sie sehr gut verstehen, dass sie so hin und her gerissen ist und nicht weiß, was sie machen soll. Ja, die Geschichte birgt noch sehr viel Potenzial und deswegen freue ich mich eigentlich auf die Fortsetzung, weil ich glaube, da können noch sehr, sehr tolle Geschichten bei rauskommen. Ich habe das Buch natürlich nach meinen üblichen Bewertungskriterien benotet. Dem Inhalt gebe ich eine 2, weil es war wirklich für mich was Neuartiges, hat mir gut gefallen. Die Aufmachung bekommt eine 1.
Mir gefällt ja sowieso diese Kombination Schwarz-Weiß-Pink. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Dem Suchtfaktor würde ich eine 3 geben. Es war jetzt kein gemeiner Cliffhanger oder sowas am Ende, dass ich jetzt sagen müsste, ich muss unbedingt den nächsten Teil in die Hände bekommen. Aber ja, war okay. Romantik gebe ich eine 2, das war sehr, sehr schön geschrieben. Glaubwürdigkeit würde ich mal eine 4 geben. Es haben ja schon Leute geschrieben, wie ich denn bei Fantasy die Glaubwürdigkeit bewerten kann. Aber genau darum geht es ja, ob man sich das, was in den Büchern beschrieben wird, in der realen Welt denn vorstellen könnte. Und diese Sternseelensachen könnte ich mir persönlich nicht so vorstellen. Schreibstil bekommen eine 2, hat mir gut gefallen. Lesespaß bekommen eine 2, war klasse. Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt auch eine 2. Es ist ein Taschenbuch, die kosten ja normalerweise um die 10 Euro. Gut, das ist jetzt 13 Euro, aber es hat auch 400 Seiten und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also wirklich eine Empfehlung von mir, diese neue Reihe. Falls ihr das schon mal gelesen habt, könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr es so gefunden habt, wie ihr diese ganze Sternseele, Sternbestie-Geschichte so findet. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder bei meinem neuen Video. Bis dahin, tschüss!